Bisher als Mittwochsdemo bekannt, geht die Lampedusa-Solidaritätsdemo erstmals an einem Samstag über Hamburgs Straßen. Wie kommt es, vor allem jetzt so kurz vor Weihnachten, zu diesem Wechsel? Wird es weitere Demos an einem Samstag geben? Ja, das ist ein dramatischer Wechsel. Wir wollen noch mehr kundtun, damit die Regierung hier in Hamburg auch sieht, wie wir leben und unser Leben bezahlen. Die Menschen, die uns unterstützen, fordern uns auf, weiter für unser Recht zu kämpfen. Wir wollen jetzt am Samstag weiter demonstrieren, denn damit bekommen wir mehr Aufmerksamkeit und auch hoffentlich mehr Solidarität durch die Menschen hier in Hamburg. Genau das ist der Grund, weshalb du jetzt diesen starken Wechsel siehst. Nein, dass die Regierung in Hamburg beschlossen hat, dass wir nicht durch die Mönckebergstraße gehen können, ist nicht das Wichtigste für uns. Jetzt sind die Straßen in der Innenstadt voll mit Kundschaft der vielen Geschäfte. Und vielleicht ist das auch der Grund, die Demonstration halt dort zu stoppen. Allerdings müssen die Demonstranten auf die Mönckebergstraße verzichten. Das Oberverwaltungsgericht in Hamburg hat den Entschluss damit begründet, die alljährliche Weihnachtsparade habe ihren Umzug früher beantragt. Ob auch die nächsten Demonstrationen auf der Alternativroute über Ballindamm, Jungfernstieg und Alster verlaufen müssen, ist derzeit noch offen. Die rund 900 Teilnehmer der Protestkundgebung forderten wie schon zu Beginn der Demonstration ein Bleiberecht für alle, begleitet durch die Musik von Bob Marley.